Diese Woche gibt es ein Video. Ich habe keine Lust zu schreiben. Und ein Video mit Hirnjogging-Übungen. Hirnjogging ist total wichtig, um die zwei Gehirnhälften zu koordinieren. Es ist gut fürs Gehirn, da gibt es neue neuronale Vernetzungen. Und wichtig, wenn man jung werden will oder bleiben will, muss man ganz, ganz wichtig das Gehirn trainieren. Weil wenn natürlich der Kopf alt ist, dann ist es nicht so gut. So, also man könnte Sudoku machen, Kreuzworträtsel. Was auch ganz toll ist, ist Schach spielen oder sehr geselliges Bridge spielen. Aber ich mache jetzt Koordinationsübungen für beide Gehirnhälften. Ich fange mit meiner Lieblingsübung an. Die ist echt lustig. So, passt auf. Die eine Hand macht so. Gut? Und die andere Hand macht so. Gut, und dann probiert es beide gleichzeitig. Cool, gell? Also da bin ich echt gut. So, da bin ich eigentlich schon recht gut. Wenn man eine Übung gut kann, bringt es eigentlich nicht mehr so viel. Ja? Also wichtig ist für das Gehirnjogging, dass man Dinge nicht kann und sich verbessert. Jetzt mache ich als zweite Übung. Die ist auch nicht so schwierig. Da tut man Kreisen machen mit der einen in die eine Richtung und mit der anderen Hand in die andere Richtung. Und dann gleichzeitig. Da bin ich auch gut, gell? Und die Richtung wechseln. Da gibt es einen Trick. Das ist ein bisschen ein Schummeln, hat mein Vater mir beigebracht. Man denkt sich oben gleichzeitig, unten gleichzeitig, oben gleichzeitig, unten gleichzeitig. Dann geht es wirklich viel besser. Dann denkt man sich die Finger oben und unten. Super, gell? Taugt man. So, jetzt zeige ich euch die Übung mit den Fingern. Je kleiner etwas ist, desto schwieriger anscheinend. Und man soll ja Dinge trainieren, die man nicht gut kann, damit ja neue Vernetzungen entstehen. Und zwar ist es diese Übung, die heißt oft Hasen und Jäger, aber das mag ich nicht. Ich nenne sie Peace und Okay. Gut, Peace und Okay. Und dann wechselt man. Dann macht man mit der einen Hand. Das sind nämlich viele Dinge, die man ändern muss. Und da bin ich echt schwach. Ja, mach das einmal schnell. Das geht überhaupt nicht. Na so. Es ist echt lustig, aber schwierig. Und da merkt man so richtig, wie man sein Hirn anstrengen muss. So, super. So, dann habe ich noch, was habe ich denn noch für eine Übung? Klopfen am Kopf. So, klopfen. Drehen. Nicht so leicht. Richtung Wechsel. Jetzt geht's. Es geht auf der einen Seite besser wie die andere. So, das wär's für diese Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tut viel Hirnjogging machen, viel trinken, das ist total wichtig. Und vielleicht tut es ja Sudoku machen. Und zwar einen guten Tipp, was ich mache zum Einschlafen, ist ein schwieriges Sudoku machen, wo ich 10 Minuten dahin starre und nicht eine Zahl finde und dann schlaft man ein. Gut, schöne Woche.